Herzlich willkommen zu Forschergeist, einem Podcast des Stifterverbands für die deutsche Wissenschaft. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße alle hier zur dritten Ausgabe dieser Gesprächsserie, in der wir ein wenig eintauchen wollen in wissenschaftliche Arbeit, das Wissenschaftssystem, Motivation und Arbeit von Forschern aller Art. Und nachdem wir so in den ersten beiden Folgen auch viel Theorie abgefeiert haben, wollen wir heute mal ein wenig mehr in die Praxis abgleiten und uns ein interessantes Projekt anschauen, bei dem es um das automatisierte Fahren geht, aber nicht nur, sondern vor allem auch die damit verbundenen Fragestellungen. Und dazu begrüße ich Barbara Lenz. Schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Pritlaff. Ja, Sie sind beim DLR, das kann man voranstellen, auch wenn es in diesem Zusammenhang mit dem Projekt jetzt erstmal keine große Rolle spielt. Wie lange sind Sie schon Wissenschaftlerin? Jetzt sehr lange. Nachdenken. Ja, sehr lange. Ja. Ich habe, ja, 25 Jahre, 30 Jahre bin ich jetzt unterwegs. Ja, ich habe 1989 habe ich angefangen als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Stuttgart im Bereich Geographie. Und ich habe eine Ausbildung als Geografin, habe Geographie, Germanistik studiert, habe mich dann auf Wirtschafts- und Sozialgeographie spezialisiert im Hauptstudium. Ja, und bin dann Geographie und Germanistik. Ja, und bin dann irgendwann bei der Verkehrsforschung gelandet. Aha, das ist ja eine interessante Paarung. Ja, spannend. Hat das Einfluss aufeinander oder sind das jetzt unverknüpfte Zusammenhänge? Das sind unverknüpfte Zusammenhänge. Ja. Sind vielleicht im Kopf doch ein bisschen verknüpft. Also, auf der einen Seite so die Welt und ihre Erscheinung und was alles für Gründe, Motive gibt, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Jenseits der naturwissenschaftlichen, physikalischen Eigenschaften und dann aber auch das Kommunizieren über die Dinge. Aber ich, um es ganz einfach zu machen, ich habe einfach beide Fächer studiert, weil mich beide Fächer interessiert haben. Ich hätte gerne noch Politik dazu studiert. Es ging damals nicht. Und dann bin ich halt bei Geographie und Germanistik geblieben und habe mich mit beiden Fächern sehr wohl gefühlt. Nicht selten merkt man dann erst später, wie man das überhaupt alles miteinander kombiniert bekommt. Gab es so einen Moment? Nee, das gab es nicht. Also was mir vielleicht geholfen hat bei Germanistik war, dass man noch besser lernt, sich auszudrücken, noch präziser sich auszudrücken. Das ist natürlich ganz wichtig für eine Wissenschaftlerin. Aber ich habe es jetzt nicht wirklich, ich habe es auch nie versucht, das jetzt zusammenzukriegen. Ich habe einfach beides gern gemacht. Mhm. Leser, ja. Und dann sind Sie irgendwann beim DLR gelandet. Richtig. Jetzt halt mit dem Thema Verkehrsforschung. Mhm. Das hat ja auch so ein, das ist ja jetzt, ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen soll. Ist ja nicht im eigentlichen Sinne so eine technische Forschung. Doch, oder? Doch. Es gibt eigentlich sind die technischen Bereiche in der Verkehrsforschung was wichtiger. Wenn Sie zum Beispiel an das Verkehrsmanagement denken, an die Verkehrsplanung, aber auch an Fahrzeuge beziehungsweise Fahrzeugsysteme, wie die dann auch funktionieren und zur Funktion gebracht werden. Also das ist eigentlich sehr, sehr viel Technik. Mhm. Dadurch, dass ich eben aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich komme, habe ich mich von Anfang an mit der Nachfrage nach Verkehr beschäftigt, damit wie Menschen unterwegs sind, was für Mobilitätsansprüche die haben, wie die dann quasi verkehrlich umgesetzt werden können. Ich habe mich aber auch sehr viel mit dem Thema Güterverkehr und Logistik beschäftigt. Aus der Geographie kommt, wenn Sie sich wirtschaftliche Prozesse anschauen, dann sind Sie sehr schnell auch bei der Frage, wie lässt sich das denn überhaupt umsetzen, wenn Güter bewegt werden müssen? Mhm. Das meinte ich nicht, dass das so ein Bereich ist, der eben nicht nur an der Technik hängt, sondern eigentlich auch extrem nah verzahnt ist eben mit der Frage, wie funktioniert die Gesellschaft eigentlich? Muss sie unbedingt genauso weiter funktionieren, wie sie es jetzt gerade tut? Oder gibt es da nicht ganz andere Perspektiven, die sich entweder aus der technischen Entwicklung heraus ergeben oder eben auch aus anderen Entwicklungen der Gesellschaft? Genau, also ja, wobei ich auch gelernt habe und
aber dazu gibt es auch eine ganze Menge Beiträge, zum Beispiel aus der Soziologie oder Technik, speziell Techniksoziologie, dass es eben nicht quasi nur diesen einen Weg gibt, die Technik initiiert irgendwelche Dinge und die Gesellschaft reagiert darauf oder umgekehrt, sondern dass es eigentlich immer so ein Hin- und Her-Schwingen ist, es geht was voran, zum Beispiel in der Technik, die Gesellschaft reagiert darauf oder die Menschen. Gesellschaft ist ein sehr abstrakter Begriff. Ja. Die Menschen, verschiedene Gruppen von Menschen reagieren auf eine Technik. Dann schwingt es wieder zurück. Die Technik entwickelt sich entsprechend weiter, so wie die Bedürfnisse auch gesehen oder wahrgenommen werden. Und es ist ein Weg, der dann immer hin und her geht. Ich finde, ein sehr schönes Beispiel ist die Eisenbahn, die ja ursprünglich nur dafür entwickelt war, dass Güter transportiert werden. Dann hat man irgendwann gemerkt, damit lassen sich auch Menschen transportieren. Und dann ist eben auch diese Technik des Fahrzeugs auf der Schiene dementsprechend weiterentwickelt worden. Weil überhaupt erstmal der Bedarf überhaupt dadurch erst entstand, dass man so, jetzt könnten wir ja auch größere Menschenmengen zwischen A und B pendeln lassen, wo vorher so richtig keiner drauf gekommen ist, wenn man von der Post schon mal absieht. Ja, weil das Ding wurde halt erfunden, weil man wusste, wir wollen Güter bewegen. Das war zur Zeit der Industrialisierung. Die Arbeiter waren ja noch quasi vor Ort. Es gab ja noch keinen, weder Fernverkehr noch öffentlichen Nahverkehr. Also waren die in der Nähe der Produktionsstätten. Aber die Güter musste man schon transportieren. Deshalb wurde dieses Ding halt auch für den Gütertransport entwickelt. Mhm. Hilft der Blick in die Geschichte beim Forschen? Ich finde, der hilft immer. Ja. Ich finde, der hilft immer, um Dinge zu verstehen, die wir heute als selbstverständlich nehmen und nochmal zu hinterfragen, wie haben die sich eigentlich entwickelt und warum haben die sich so entwickelt, wie wir sie heute kennen. Oder gab es schon mal, was ich hier gerade im Sinn habe, hat das schon mal einer probiert und hat es nicht funktioniert und warum nicht? Ja. Genau. Mhm. Also auch daraus lerne ich eine Menge. Wenn ich nach hinten gucke und sehe, warum es bei dem nicht funktioniert hat, dann kann ich es entweder besser machen oder ich sage, die Welt funktioniert halt sowieso anders. Oder ich sage, das wird vielleicht auch bei mir nichts. Weil das ist die allerschlechteste aller Lösungen. Wir hatten das hier im ersten Gespräch auch als Thema, so die Wissenschaftsgeschichte als solche und auch so ein wenig darüber debattiert, inwiefern Wissenschaftsgeschichte als solche auch Teil einer Ausbildung sein sollte, jetzt ganz fachübergreifend im Prinzip. Naja, Wissenschaftsgeschichte, das wäre für mich jetzt wäre für mich nochmal was anderes. Das wäre für mich Teil der Wissenschaftstheorie, die meines Erachtens in jeden Studiengang gehört, aber wo ich gewissermaßen diese theoretische Entwicklung der Wissenschaft in ihrer Herangehensweise an Fragestellungen, an Aufgabestellungen betrachte. Welche Konzepte gibt es? Wie sind die von gesellschaftlichen oder kulturellen Strömungen beeinflusst, auch von wirtschaftlichen Strömungen beeinflusst? Das, was ich meine, bezieht sich eigentlich mehr auf bestimmte Produkte oder Produktsysteme. Ja, ich habe das jetzt am Beispiel der Autobahn der Eisenbahn schon mal erläutert, aber das kann man zumindest im Verkehrsbereich eigentlich für jedes Fahrzeug machen, das da unterwegs ist. Dass man nochmal guckt, woher kommt denn diese Idee? Aus welchem Bedarf heraus ist die entstanden? Wie wurde die umgesetzt? Und wie wurde sie genau so, wie wir sie jetzt kennen? Hätte es nicht vielleicht auch einen anderen Weg gegeben, aber warum wurde der andere nicht eingeschlagen? Gibt es tolle Arbeiten zum Thema Auto und Benzinmotor. Und alle kennen, seit das Thema Elektromobilität thematisiert wird, auch La Jamais Contente, das erste Elektrofahrzeug von, schlag mich tot, 1800 irgendwas. Stimmt, das war so eine ganz frühe Entwicklung eigentlich. Sieht aus wie so eine Rakete auf Rädern. Mhm. Und da sitzen welche, naja, schon drin, nicht drauf, aber... Ja, mutet ganz eigenartig an. Aber das Akkuproblem hat auch damals schon zugeschlagen, nehme ich an. Ja, ich glaube, nein, das war nicht das Akkuproblem. Es war vor allem das Kraftstoffproblem. Wie komme ich gut an den Kraftstoff? Und zwar über ein relativ großes Gebiet. Ja. Und das war sehr schwierig, wenn es um den Strom ging, und relativ leicht, wenn es um Benzin oder benzinähnliche Treibstoffe ging. Ja, der Siegeszug des Automotors, der hält noch an. Aber schon ein bisschen ist ein Ende in Sicht. Ich weiß gar nicht. Das glaube ich nicht. Glaube nicht, dass es in Sicht ist. Ja, was die Zukunft bringt, ist ja auch Teil eines speziellen Projektes, an dem Sie teilnehmen. Nicht als Mitarbeiterin des DLR per se, sondern sozusagen einfach als eine von mehreren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
ein Projekt, das den schönen Namen Villa Ladenburg trägt. Das hinterlässt jetzt noch ein Fragezeichen bei mir. Wie kommt es denn dazu? Ja gut, in der Villa Ladenburg, beziehungsweise in Ladenburg und dort in der ehemaligen Villa von Karl Benz. Die ist das. Ja, die ist das. Alles klar. Ist die Geschäftsstelle der Stiftung, und zwar der Daimler und Benz Stiftung, die dieses Projekt aufgesetzt hat. Mhm. Und danach ist es benannt worden. Und danach ist es benannt worden. Warum das so war, weiß ich nicht. Aber es ist so. Das scheint so ein bisschen in der Tradition zu liegen. Bei der Daimler und Benz Stiftung ist ja auch gegründet worden anlässlich des 100-jährigen Automobiljubiläums seiner Zeit. Wann war das? 86. Und ist ja auch eine der 600 Stiftungen, die so im Stifterverband auch organisiert sind. Was war denn so das Ziel dieses Projektes? Warum wurde das aufgesetzt? Was wollte die Daimler und Benz Stiftung damit, oder was möchte sie auch noch damit bewirken? Die Daimler und Benz Stiftung hat natürlich nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Konzerns Daimler-Benz, denkt sie auch an das Auto. Also die Daimler-Benz-Stiftung macht auch ganz andere Dinge als irgendwelche Dinge, die mit dem Auto zu tun haben. Aber dieser Gedanke an das oder dieser Zusammenhang mit dem Auto war da vor dem Hintergrund, dass autonomes Fahren eben nicht nur als etwas auftauchen wird, was eben ein neues, ein besseres Auto ist, ein technisch noch raffinierteres Auto, sondern möglicherweise noch ganz andere Dinge impliziert und damit auch eine sehr große gesellschaftliche Relevanz hat. Vor diesem Hintergrund vor allem hat die Daimler und Benz Stiftung dann dieses Projekt aufgesetzt und hat gesagt, guckt mal an, was für Implikationen hat es denn, wenn ein Auto nicht mehr wie ein konventionelles Auto von einem Fahrer gesteuert in der Welt ist, sondern wenn es autonom fahren kann. Was bedeutet das denn? Welche Fragen müssen wir denn lösen? Wie verändert sich möglicherweise auch unser nicht Gesellschaftssystem, aber unser Verkehrssystem, die Art und Weise, wie wir unterwegs sind, wenn es ein solches autonomes Fahrzeug gibt? Und damit hat sie eine Gruppe von Professoren beauftragt, die zum einen von der technischen Seite herkommen, zum anderen von der, ja, mehr der Frage, wie kann ich denn die Funktionsfähigkeit eines solchen Fahrzeugs messen? Dann hatten wir einen amerikanischen Partner, der sich vor allem mit der Frage, wie kann ich das, was ein Fahrer, ein gut erfahrener Fahrer kann, denn überhaupt in ein automatisiertes Fahrzeug übersetzen? Also wie kann ich das gewissermaßen in Algorithmen umformulieren? Und dann meine Person zusammen mit meiner Mitarbeiterin, wir haben uns mit Fragen gesellschaftlicher und individueller Akzeptanz von autonomem Fahren beschäftigt und dann auch der Frage, was könnte sich denn am Mobilitätsbedarf, am Verkehrssystem verändern, wenn autonome Straßenfahrzeuge unterwegs sind? Also im Prinzip ist das ein Projekt, was so in eine Zukunft schaut, die man jetzt für erreichbar hält. Ja, also wenn Sie dran denken, letztes Jahr hat die Bertha-Benz-Fahrt stattgefunden. Das waren 125 Jahre, nachdem Bertha Benz von Mannheim nach Pforzheim und wieder zurück nach Mannheim die erste Langstreckenfahrt mit einem motorisierten Straßenfahrzeug gemacht hat, hat man eben dieses vollautomatisierte Fahrzeug, diesen vollautomatisierten Mercedes auf die Straße gesetzt, hat den die gleiche Strecke fahren lassen. Und es hat keines Eingriffs des Fahrers bedurft, der aber natürlich trotzdem im Auto saß, um dieses Fahrzeug zu bewegen. Und zwar den Verkehrsregeln entsprechend zu bewegen. Es gibt ja auch in USA ähnliche Projekte. Ich glaube, die DARPA Grand Challenge, das ist so das bekannteste, wieder mal vom amerikanischen Verteidigungsministerium. Also DARPA ist ja Verteidigungsministerium, die Research-Abteilung, die ja so unter anderem auch mal das Internet abgeworfen hat, so aus ihrer ersten Forschung, nicht ganz unerfolgreich, die Aktivitäten dort. Steckt da nicht so viel drin, aber das läuft ja auch schon seit einigen Jahren, dass da längere Strecken zurückgelegt werden sollen. Das ging, glaube ich, am Anfang noch eher schlecht als recht, aber mittlerweile werden da auch ganz interessante Ergebnisse erzielt. Was ist denn so der Stand der Dinge eigentlich im Bereich autonomes Fahren? Also wie autonom könnten
denn Fahrzeuge derzeit sein, wenn man sie denn so loslassen würde? So, ich meine, das ist ja so ein Problem für sich, jetzt einfach so einen Wagen mal so einfach durch die Straßen gleiten zu lassen. Wenn man es ganz, ganz grob schildert, dann ist es so, ein einzelnes Fahrzeug kann das jetzt. Wenn das Fahrzeug alleine unterwegs ist, dann könnten Sie das zum Beispiel auf irgendeine Strecke schicken, wie es ja auch bei DARPA im Wesentlichen passiert, auch wenn mehrere Fahrzeuge in eine Richtung gemeinsam unterwegs sind. Aber Sie könnten es zum Beispiel auf irgendeine Rennstrecke schicken und könnten dieses Fahrzeug dort alleine fahren lassen und es würde es auch hinkriegen. Weil die in der Lage sind, so die Fahrbahn genau, zu erfassen, die Sensorik, das Tracking, genau, etc. Die Sensorik ist da, um diese Aufgabe alleine zu machen. Im Straßenverkehr ist aber das Fahrzeug eben nicht alleine unterwegs. Da sind noch andere Fahrzeuge da. Da sind noch andere Fahrzeuge da, die auch ganz anders aussehen als ein Auto. Das ist immer das Ärgerliche am Verkehr. Ja, da gibt es Fußgänger, da gibt es Radfahrer, da gibt es Leute oder auch Autos oder auch Fahrzeuge, die plötzlich auf der Fahrbahn sind und gar nicht erwartbar waren. Und das scheint immer noch das große Problem, aber zumindest ein Problem, eine Fragestellung zu sein, wie kann ich garantieren, dass das Fahrzeug das, was es da in Anführungszeichen sieht, richtig identifiziert. Wenn Sie und ich, wenn da ein Ball rausrennt, auf die Fahrbahn fällt, dann wissen Sie, das ist ein Ball. Und wir beide wissen sogar noch mehr. Wir wissen, da könnte hinterher noch ein Kind kommen. Das Fahrzeug, die Sensorik sieht zunächst mal nur einen Gegenstand. Ja. Wenn es gut läuft, kann es den Ball identifizieren. Und das wäre jetzt natürlich noch eine technische Herausforderung, zu dem Fahrzeug dann mitzugeben, wenn du das wahrnimmst, diesen Gegenstand Ball, pass auf, da könnte noch was hinterherkommen. Und das haben wir als Menschen, wir lernen das einfach. Und so ein Fahrzeug muss ja aber alles, was wir gelernt haben, ja mitgeben. Mhm. Schon von vornherein. Und das ist immer noch nicht hundertprozentig gelöst und es ist nicht absehbar, wann es gelöst sein wird. Oder ob es überhaupt lösbar ist. Oder ob es überhaupt lösbar ist. Mhm. Trotz alledem autonome, also vielleicht ist autonom an der Stelle schon ein bisschen überspitzt, aber die Techniken, die man für autonomes Fahren jetzt theoretisch, also für das Alleinefahren nutzen würde, sind ja teilweise schon auch im Einsatz als Assistenzsysteme. Mhm. Also da werden automatische Abstandssensoren, Einparkhilfen. Mit Radar, mit Kameras. Es gibt noch weitere Technologien, also Technologien für die Sensorik, die Abstände messen, die auch Lichtunterschiede messen. Das heißt, die Technik komplettiert sich, kann man vielleicht so sagen. Ja, unabhängig davon, wie weit sie jetzt da ist. Sie ergibt immer ein weiteres Bild. Gerade die Fortschritte im Bereich der Sensorik in den letzten 10 Jahren, soweit ich das beurteilen kann, waren extrem. Allein so heutzutage vollkommen normale Sachen wie ein Beschleunigungssensor, das hat vor 10 Jahren ja uns noch alle in Erstaunen gesetzt. So mittlerweile tragen wir ja gleich mehrere davon mit uns herum, im Telefon und wo nicht alles. Auch Rüttelsensor, also dass unser Handy weiß, ob es so macht oder ob es ganz auf einem ganz weichen Untergrund uns bewegen. Ja. Da kann man ganz viel Informationen über diese Sensorik abgreifen. Neulich gab es ja ein Erdbeben in den USA und Erdbeben konnte dann auch dadurch festgestellt werden, dass einfach mehrere tausend Leute, die so eine Einschlaf-Aufweck-Software verwendeten, die ja auch quasi die Vibrationen der Matratze misst, um herauszufinden, ob jemand im Tiefschlaf ist oder nicht, konnte dann sozusagen per Rückmeldung an den Server festgestellt werden, dass sie dann alle zum gleichen Zeitpunkt aufgewacht sind, eben durch das Erdbeben. Ich weiß nicht, inwiefern das Telefon jetzt in der Lage war, das Erdbeben selber zu messen, aber so indirekt wird das schon heraus. Und das ist ja auch schon wieder so ein schönes Zeichen, wie sich im Prinzip auch das individuelle Leben dadurch durch Sensorik und Vernetzung auf einmal in so einen so einen Herdentrieb sich verändert, und das Ganze so eine ganz, ganz diffuse Interaktion auch miteinander erfahren könnte, was sich dann letzten Endes natürlich auch im Verkehr auswirkt. Und natürlich auch so Rahmenparameter wie
Staumeldung. Also früher hat man das halt im Radio durchgesagt. Mittlerweile ist das eine verwertbare Information, die in Navigationssysteme einfließt und die auch diese ganze. Also ich denke, wir sind eigentlich auch auf sehr vielen einzelnen Pfaden in diesen Weg. Und die Fragestellung ist natürlich jetzt so, wie autonom kann es kann es überhaupt werden? Also klar, mehr Technik heißt, wenn wir gerade schon rausgearbeitet haben, heißt ja nicht zwangsläufig, dass auch dieser Grad an Autonomität erreicht werden kann, weil immer noch Intelligenz dazu gehört, weil Interpretation des Geschehens dazu gehört. Ja. Wie ist denn da die Fragestellung in diesem Projekt? Also wie ist sie formuliert? Also wie tastet man sich daran? Und vielleicht können Sie auch noch mal kurz was dazu sagen, wie dieses Projekt jetzt von den Teilnehmern her aufgestellt ist, weil soweit ich das weiß, ist das ja ein recht interdisziplinäres Szenario. Ja, absolut. Also fange ich mal mit der Frage an, wie kommen Sie zu oder wie sind Sie zu Ihrem Konzept gekommen? Wir hatten also als Vierergruppe angefangen. Das war der Professor Winner von der TU Darmstadt, Professor Maurer von der TU Braunschweig, beide schon sehr erfahren mit dem Thema autonomes Fahren, ebenso wie Professor Chris Gerdes von der Stanford University und ich. Und wir wussten schon ganz grob, in welchen Bereichen wir unterwegs sein werden. Winner mit dieser Frage, wann ist der Nachweis gelungen, dass das System funktioniert. Maurer mit der Frage nach Sicherheit des Systems. Gerdes mit der Frage nach Übertragung von menschlichem Know-how auf die Maschine. Und ich mit der Frage gesellschaftliche und individuelle Akzeptanz. Jeder von uns hat einen Mitarbeiter gehabt oder eine Mitarbeiterin in meinem Fall, die uns unterstützt haben, dann auch bei der wissenschaftlichen Arbeit. Und am Anfang waren es aber nur wir vier, die nun dieses Konzept gemacht haben. Wir wussten, unsere Bereiche können wir abdecken inhaltlich, aber es gibt zu diesem Thema autonomes Fahren noch eine ganze Reihe anderer Fragestellungen, die jeweils an unsere Kompetenzen angedockt haben oder angedockt sind, die aber jetzt nicht von uns mit der Tiefe beantwortet werden können, die wir erwarten würden von einem wissenschaftlichen Projekt. Was ist das in Ihrem Fall? In meinem Fall ist es zum Beispiel die Frage, wie wirkt oder wie könnte sich autonomes Fahren auf Stadtstrukturen, Stadtentwicklung, Siedlungsentwicklung auslösen. Und dann hat quasi jeder von uns die Aufgabe gehabt, die Bereiche zu benennen, wo seiner Meinung nach noch zusätzliche Expertise notwendig ist. Das war vor allem auch im rechtlichen Bereich. War keiner von uns der Experte, der jetzt zum Beispiel die Frage hätte lösen können, wie kann man überhaupt die Straßenverkehrsordnung oder die rechtliche Grundlage für autonome Fahrzeuge, wie muss man die verändern, um diese Fahrzeuge überhaupt straßenzulassungsfähig zu machen. Also diese rechtlichen Fragen, Haftungsfragen waren ein großer Punkt. Dann ein großer Punkt, wo wir uns Expertise von außen geholt haben, waren psychologische Fragestellungen. Ein großes Problem beim autonomen Fahren ist die Frage, wie viel muss der Fahrer trotzdem noch können dürfen, wenn er in diesem autonomen Fahrzeug sitzt. Und jetzt kann man sich das ganz einfach vorstellen, sagen, gib ihm doch einen Knopf und dann drückt er drauf und dann ist er autonom und dann drückt er wieder drauf, dann ist er nur autonom. Aber so einfach ist es nicht, weil die Menschen nicht einfach so umswitchen können. Die Menschen können nicht einfach so umswitchen zwischen ich fahre selbst und das Auto fährt mich. Also die brauchen eine gewisse Übergangszeit. Und da gibt es eine ganze Menge Know-how schon dazu in der Psychologie, vor allem aus der Fahrerassistenzforschung. Also aus der Forschung zu Fahrerassistenzsystemen. Auch dazu haben wir uns dann das Know-how in das Projekt. Übergangszeit inwiefern jetzt im Wechsel von dem einen aufs andere, jetzt während man so die Autos wechselt oder so als Generationsentwicklung? Also beim Fahren. Ja. Sie stellen sich vor, Sie fahren jetzt automatisch auf irgendeiner Straße entlang und plötzlich sagt das Auto zu Ihnen, jetzt bist du dran. So, als würde man Taxi fahren und der Taxifahrer steigt auf einmal aus.
Nein, nein, viel schlimmer, viel schlimmer. Der Taxifahrer reicht Ihnen das Steuerrad drüber und sagt, fahr weiter. Mhm. Ja. Und das können Sie nicht so schnell. Ja? Ja. Und je schneller Sie fahren, desto mehr Zeit brauchen Sie, um diesen Übergang zu schaffen von dem Zustand, in dem Sie, von diesem kognitiven Zustand, in dem Sie jetzt sind, zu einem Zustand, in dem Sie diese Fahraufgabe übernehmen können. Mhm. Wo Sie sich erstmal vertraut machen müssen, wie schnell fährt's, auf welcher Spur fährt's, wo will ich überhaupt hin, was ist um mich rum. Ja, also da ist so viel an Wahrnehmung notwendig, dass Sie das nicht von jetzt auf nachher können. Das kennen wir ja eigentlich alle. Das ist quasi die Situation in der Fahrschule, wo man das erste Mal im Auto sitzt. Mit all diesem auf einmal, also daran erinnert mich das jetzt zumindest sehr. Also dieses, oh Gott, was soll ich jetzt machen? Ich soll Gas geben, irgendwie lenken, blinken und gucken und die anderen Autos gleichzeitig beobachten und das alles gleichzeitig, wie soll das gehen? Und erst diese Lernleistung über die Zeit, ne, das ist ja auch so, ich finde es auch persönlich immer wieder erstaunlich, gibt ja diese Momente, man fährt Autobahn, was auch immer, eine Strecke, die man vielleicht schon kennt, denkt über dieses nach, denkt über jenes nach und dann merkt man irgendwann nach einer halben Stunde, dass man seit einer halben Stunde fährt, aber man kann sich eigentlich an keine bewusste Handlung mehr erinnern, so. Weil es einfach so eingepreist ist, so viele Automatiken abgerufen werden, dass man gar nicht mehr so richtig beschäftigt ist damit. Ja, absolut. Und das geht aber halt nicht, wenn das Auto zu Ihnen sagt, jetzt du. Ja, und vor allem vielleicht, wenn man sich halt ein Szenario ist, vielleicht ein bisschen zu sehr in die Zukunft gegriffen, aber man gewöhnt sich ja schnell dran. Ja, das ist so, wie wenn man halt mit Automatik lernt und fährt, so, und dann sitzt man auf einmal in so einem Auto mit normaler Schaltung. Erstmal nicht so gut, weil, wie war das nochmal gleich hier, 1, 2 Kuppeln und so, kriegt man nicht so gut hin. Das heißt, man hat ja auch diesen Verlernfaktor, dass man eigentlich überhaupt gar nicht gefordert wird und diese Fähigkeit einzugreifen, auch gar nicht mehr erlernt irgendwann. Genau, aber das wiederum ist ja auch aus rechtlicher Perspektive nicht ganz uninteressant. Mhm. Ja? Also wie muss ich denn dieses Fahrzeug oder diese vollautomatische oder vollautomatisierte Funktion im Fahrzeug gestalten? Kann ich denn überhaupt noch zulassen, dass der Fahrer selber etwas tun darf? Oder muss ich das gewissermaßen zumindest für bestimmte Strecken, für bestimmte Bereiche ausschließen? Oder muss ich in bestimmten Bereichen fordern, dass der Fahrer unbedingt selber fährt? Das sind Fragen, die sind auf der einen Seite rechtlich, die aber haben aber sehr viel auch damit zu tun, was Menschen überhaupt leisten können. Sie können ja nichts Unmögliches abverlangen und dann auch noch irgendwelche rechtlichen Forderungen oder ja, Grundsätze dahinter packen. Sie sagten, das Projekt ist mit einem Team von 4 Wissenschaftlern gestartet und hat dann sich ergänzt auf wie viele Leute? Naja, also wir sind das Kernteam, also diese erfahrenen Leute sind 4 plus 4 wissenschaftliche Mitarbeiter, das sind junge Forscherinnen und Forscher. Mhm. Und dann haben wir noch 24 externe Experten, haben wir die genannt, die zu einer bestimmten Fragestellung eine Expertise abgegeben haben. Ja. Aber da wollte ich nämlich gerade hinaus, wenn man jetzt so eine psychologische, rechtliche Bewertung macht, dann braucht man ja auch Zugriff quasi auf das entsprechende Know-how, was denken Versicherungen darüber? Das heißt, das würde durch dieses Expertenteam abgedeckt werden in dem Moment oder ist das eher eine Kernaufgabe? Ich habe gerade nachdenken müssen, wenn Sie jetzt mal mit dem Expertenteam. Genau, das wird durch diese externen Experten abgedeckt. Mhm. Wir werden das jetzt am Ende auch publizieren. Wir haben also einen Blog zu rechtlichen Fragen, Haftungsfragen. Wir haben einen Blog zu diesen psychologischen Fragen. Wir haben einen Blog zu Mobilitäts- und Verkehrsfragen. Einen ganz wichtigen Blog zu ethischen Fragen. Mhm. Und einen zu den Akzeptanzfragen. Ethische Fragen? Naja, Sie müssen ja einem autonomen Fahrzeug vorab mitgeben, wie es sich in bestimmten Situationen verhalten soll. Ja. Und das kann man jetzt sehr hochhängen, indem Sie zum Beispiel sagen, naja, also das Beispiel, das der Chris Gerdes dann angeführt hatte, Sie fahren auf einer Straße, rechts von Ihnen geht's ganz tief runter und links von Ihnen ist die Wand. Sie fahren da, es kommt Ihnen ein Schulbus entgegen. Und es liegt ein Hindernis
in der Fahrbahn und Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder runter oder entweder gegen den Schulbus. Entweder runter und Sie als vielleicht schon älterer Mensch oder gegen den Schulbus und 20 Kinder. Ja. Und wenn das Auto autonom fährt, kann es das nicht situativ, also kann es das quasi nicht impulsiv entscheiden, sondern es muss vorher wissen, was soll ich tun in der Situation. Das ist eine sehr schwerwiegende Dilemmasituation. Es gibt viel einfachere Dilemmasituationen. Stellen Sie sich vor, Sie fahren auf einer Straße und da vorne parkt einer mit einem Lieferwagen. In Berlin ist das Alltag. Oh ja, ja? Gerne auch auf Fahrradwegen. Auch das. Und Sie sind jetzt aber in einem Bereich dieser Straße, wo eine durchgezogene Linie in der Mitte ist. Auf der Gegenspur ist alles frei. Wenn Sie jetzt da fahren, als Mensch, fahren Sie einfach an diesem Lieferfahrzeug vorbei und alles ist gut. Jetzt haben Sie aber diesem autonomen Fahrzeug einprogrammiert. Du fährst nie über eine durchgezogene Linie. Tricky. Ja. Ja, und das sind einfach Fragen, die man lösen muss, um dieses Fahrzeug überhaupt gewissermaßen alltagskompatibel zu machen. Ich meine, da gibt es ja verschiedenste Ethiken zur Auswahl, ja, vom Raser bis zum Hasenfuß. Nee, das sind nicht es gibt, also zumindest im Projekt haben die Kollegen zwei wesentliche Ethiken unterschieden. Mhm. Das eine ist, es gibt grundsätzliche moralische Regeln. Und dann die andere Ethik heißt, mach immer das, was zum besten Ergebnis führt. So, und zwischen diesen beiden Ausrichtungen, ich mache immer das, was moralisch richtig ist und nicht über die durchgezogene Linie zu fahren, wäre in dem Fall eben auch moralisch oder ethisch richtig. Oder ich mache das beste Ergebnis, nämlich der Verkehr fließt weiter, der mit seinem Lieferwagen steht da jetzt halt mal und es passiert keinem was. Und sich die Situation, auf die der Alltagsverkehr stößt, so zu klassifizieren, dass ich mich korrekt zwischen diesen zwei Ansätzen bewege, das ist nicht einfach. Und einfach auch eine wissenschaftliche Herausforderung, weil sie auch sich überlegen müssen, an welcher Stelle möchte ich wirklich diese jetzt moralisch korrekte oder muss ich diese moralisch korrekte Entscheidung treffen und an welcher Stelle treffe ich die Entscheidung und zwar vorab, indem ich das dem Fahrzeug über Algorithmen mitgebe, an welcher Stelle treffe ich die Entscheidung, die dazu führt, dass für alle das beste Ergebnis entsteht. Das stelle ich mir wirklich ausgesprochen knifflig vor. Das ist ja so ein klassisches Problem, was man eigentlich bei Software auch jetzt unabhängig von dem Fahren immer wieder so sieht, dass so diese Quantifizierung dessen, was wir, wie man so schön sagt, so mit dem Bauch entscheiden, einfach sehr schwierig ist, weil man eigentlich an der Stelle ja dann im Programm, im Algorithmus Dinge auf einmal mit Regeln und Prioritäten versehen muss, die man so selbst, wenn man sich jetzt fragt, wie sehe ich denn das jetzt eigentlich, gar nicht so unter irgendeiner Zahl abspeichert. Ja, sagt man nicht, das eine ist 7 und das andere ist 5. Und wenn ich jetzt das irgendwie miteinander vergleiche, größer gleich, so funktioniert unser Entscheiden einfach nicht. So funktioniert unsere Intelligenz einfach nicht. Sondern irgendwo wird sicherlich ein bisschen addiert und subtrahiert, aber es ist irgendwie nicht diese Intuition, dieses Heranziehen von Parametern, die man eigentlich noch gar nicht vorhergesehen hat und von denen es irgendwie immer welche gibt. Das ist ja also auch, glaube ich, so ein klassisches Problem in der Intelligenz. Forschung, also bei der künstlichen Intelligenz, in der Fragestellung, wie menschlich kann ein System überhaupt sein, die da mit reinfällt. Mhm. Seit wann läuft das Projekt? Das ist jetzt zu Ende gegangen, am 30. September, hat 2 Jahre gedauert. Ja, und es ist aber noch nicht alles publiziert, was jetzt im Rahmen dieses Projekts. Nein, wir sind gerade dabei, quasi die Abschlusspublikation. Wir nennen das Weißbuch Autonomes Fahren, einfach auch von der Breite her, von der inhaltlichen Breite, von der Breite, was die Disziplinen anbetrifft, die sich da mit dem Thema auseinandersetzen. Das wird im Anfang nächsten Jahres veröffentlicht sein. Mhm. Wir hatten jetzt über diese psychologischen Fragestellungen und auch die rechtlichen Fragestellungen schon ein wenig gesprochen. Wobei, lohnt sich vielleicht nochmal danach zu fragen, ich weiß gar nicht, was jetzt so
da so im Fokus stand. Sie sagten ja, rechtliche Basis für Zulassung von Fahrzeugen. Gibt es da nicht? Also gut, die Frage der Zulassung, das ist nochmal ein anderer Punkt. Das ist das, was vor allem der Kollege in Darmstadt auch bearbeitet hat. Wenn Sie heute im Straßenverkehr ein Fahrzeug zulassen, dann muss gewissermaßen über sehr strenge Tests nachgewiesen sein, dass das, was Sie dort in das Fahrzeug implementiert haben, auch den quasi den rechtlichen, aber auch den technischen Regeln entspricht, die wir für Fahrzeuge haben. Das bedeutet, dass das Fahrzeug sehr lange unterwegs gewesen sein muss mit genau dieser Eigenschaft. Also es muss einfach viele Kilometer gefahren haben. Ach, um nachzuweisen, dass es das auch erfüllt, ja. Genau, genau. So, wie machen Sie das mit einem autonomen Fahrzeug? Stimmt, schwierig. Weil du musst ja dann erstmal fahren und dann hat man so ein Henne-Ei-Problem. Genau, genau. Und da einfach Lösungen zu finden, wie diese Nachweise zum Beispiel durch Simulation trotzdem geführt werden können, indem beispielsweise ganz unterschiedliche Verkehrssituationen simuliert werden in Szenarien. Das ist an der Stelle die Fragestellung. Und da geht es gar nicht so sehr um das Rechtliche, sondern da geht es wirklich um die Frage, wie kann ich diesen Nachweis führen, dass das, was ich da implementiert habe, auch so funktioniert, wie es soll. Haben Sie denn auch mit Simulationen gearbeitet? Wir nicht. Oder sind das quasi nur Vorschläge, was man vielleicht durch Simulationen herbeiführt? Ja, das sind nur Vorschläge. Also alleine die Ausarbeitung von solchen Szenarien würde ja erstmal sehr lange dauern. Sie müssen ja dann auch eine ganze Bandbreite an Szenarien haben. Aber das ist ja jetzt für die Industrie nichts wirklich Neues. Simulationen sind dort durchaus an der Tagesordnung, also um Verkehrsflüsse genauso zu simulieren wie auch Crashtests etc., also die ein Stück weit schon in der Simulation gemacht werden, bevor man jetzt wirklich Metall beschleunigt und irgendwo gegenprallen lässt, dann macht man das lieber ja ein paar Mal vorher im Computer und schaut dann auch mal, ob das, was man sich so ausgedacht hat, dann auch mit der Realität übereinstimmt. Das ist ja sowieso mal ganz praktisch. Denken Sie, dass das schon so eine Dimension ist, dass man quasi die Welt, so diese diffuse Verkehrswelt, so weit simuliert bekommt, dass man so autonomes Fahren zumindest halbwegs vorhersagbar machen kann? Kann ich Ihnen nicht beantworten. Ist schwer. Kann ich Ihnen nicht beantworten. Also ich habe gelernt, man kann ganz viel simulieren. Man muss immer aufpassen, ob das, was man abbilden möchte, tatsächlich auch in der Komplexität und Differenziertheit, wie sie es im Alltag antreffen, auch tatsächlich abgebildet wird. Ich persönlich würde erwarten, dass die größte Herausforderung darin besteht, diese Vielfalt an Szenarien zu entwickeln, die man simulieren muss, um dann tatsächlich auch diesen Nachweis führen zu können. Das Schöne an der Simulation ist, man kann ja auch maßlos übertreiben. Das ist ja zum super. Beispiel etwas, was so in der Realität jetzt nicht so ohne weiteres geht. Nein, was aber auch wichtig ist, um zu sehen, wie weit kann ich denn gehen oder wie überspitzt darf ich denn meine Gedanken weiterführen, um bestimmte Effekte zu kriegen oder auch nicht zu kriegen. Weiteren Bereich, den Sie ansprachen, habe ich mir das jetzt richtig gemerkt, neben der Akzeptanz, also der Aspekt Mobilität, Verkehr, wie muss ich das verstehen? Also was ist das für ein Forschungsaspekt des Projekts? Das geht eigentlich in zwei Richtungen. Da sind wir einmal nochmal bei den Verkehrsflüssen. Wie können sich zum Beispiel Verkehrsflüsse verändern durch autonome Fahrzeuge und dann das natürlich auch in unterschiedlichen Szenarien abzubilden. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass wir quasi einfach den Hebel umlegen und haben dann statt konventionellen autonome, sondern wir werden so ein Mischverkehr sukzessive Durchdringung des Verkehrs mit autonomen Fahrzeugen haben. Davon ist zunächst mal auszugehen. Ja, und Mischverkehr haben. Da warte ich ja immer schon so ein bisschen darauf, dass dann irgendwann auf der Autobahn noch so die autonome Spur eingeführt wird. Ich weiß gar nicht, gibt es das schon irgendwo? Nein, das gibt es noch nicht, aber das sind durchaus Ideen, die man dabei hat, weil man sagt, die Autobahn, dadurch, dass es eben keinen Kreuzungsverkehr gibt, ist relativ gut für autonome Fahrzeuge, weil sie sich zwar auf Fahrzeuge einstellen müssen, die einscheren, aber sie müssen sich nicht auf Fahrzeuge einstellen, die entgegenkommen oder gar die kreuzen. Von daher ist es eigentlich eine ganz günstige und, ich sage es jetzt mal, vergleichsweise einfache Situation,
fürs autonome Fahren. Und wenn man wie diese Dedicated Lanes eben dann auch für autonome Fahrzeuge freimachen könnte, wäre das quasi eine unterstützende Maßnahme von Seiten der Infrastruktur, um dieses System einzuführen. Das ist durchaus denkbar. Insbesondere für Lastwagen, denke ich mal. Auch für Lastwagen. Also speziell in den USA ist das Interesse besonders groß, im Güterverkehr solche Dedicated Lanes zu haben. Mhm. Denn die haben ja riesige Strecken, die die mit dem Lastwagen zurücklegen müssen, die dann oft auch über die Arbeitszeit eines Berufskraftfahrers rausgehen. Mhm. Und wenn sie da quasi den Zug auf der Straße hätten, würde das eine große Einsparung mit sich bringen, möglicherweise auch mehr Sicherheit bedeuten. Das ist ja immer die große Hoffnung, dass das Fahrzeug, das autonom fahrende Fahrzeug, letztendlich besser ist als der Mensch. Weil wir können wirklich ganz viele Sachen ganz toll, aber im Straßenverkehr wäre es manchmal, sind wir nicht immer alle ganz toll. Ja, so monotone Tätigkeiten sind auch irgendwie gar nicht unser Ding. Das schon gar nicht, ja. Also es mag Leute geben, die das toll finden, aber so in der Masse eigentlich nicht. Das ist eigentlich ganz interessant, wenn man sich so ein Szenario vorstellt, wo jetzt in so einer, muss ja gar keine reservierte Straße sein, aber wenn man jetzt zum Beispiel so einen mehrspurigen Highway, bleiben wir vielleicht mal in den USA, weil da ist ja meistens der Platz auch vorhanden, wo man mal so eine Spur rausnehmen könnte und kann trotzdem noch auf zwei weiterfahren. Wenn man sagt, okay, alle Lastwagen, die autonome Steuerung haben, oder eben auch nur so eine Assistenz, also es kann ja auch immer noch einer drin sitzen, Hauptsache dieses Abstandsbeschleunigungsmanagement ist irgendwie dabei, die dürfen da halt fahren, können da ja auch, weiß gar nicht, also andere Geschwindigkeiten ist vielleicht nochmal eine andere Fragestellung, aber vor allem halt eine gleichmäßige, staufreier Transport, was ja, glaube ich, viel interessanter ist, dass man einfach auch eine Vorhersagbarkeit hat des Verkehrsflusses. Mhm. Dann ist ja quasi das Management eigentlich dieser Spur schon so ein bisschen wie Eisenbahn, nur auf der Straße. Mhm. Da verschmelzen irgendwie so zwei Organisationsprinzipien, wobei Abstände halt nicht so schön sind. Ja, Organisationsprinzipien, ja, aber es ist von daher attraktiv, weil die Flexibilität der Straße erhalten bleibt. Bei der Eisenbahn haben sie ja das heißt in Anführungszeichen Problem, wenn wir den Güterverkehr bei der Eisenbahn angucken, dann sehen wir einfach, dass der LKW kann diesen Punkt-zu-Punkt-Verkehr leisten, von Firma A zu Firma B, egal wo die zwei sitzen. Ja, die Eisenbahn kann es in der Regel nicht, weil eben nicht alle Unternehmen, die Güter produzieren oder Güter aufnehmen, einen Gleisanschluss haben. Mhm. Das heißt, sie haben immer noch mal ein Umbrechen auf ein anderes Fahrzeug. Mhm. So, und diese Flexibilität, aber dieses Punkt-zu-Punkt-Verkehrs würde mit den LKWs auf der Straße erhalten bleiben. Mhm. Die können sie dann für Teilstrecken autonom fahren lassen, zum Beispiel auf der Autobahn, und dann den Feinverteilverkehr fährt wieder der Fahrer. Aber bei der Eisenbahn stellen sich da, ich meine, wenn ich das mal vergleiche, Eisenbahn hat ja auch schon mal genau diesen Vorteil, den man jetzt im Straßenverkehr bisher nur so bei der Autobahn sieht, ein wenig so. Ja, also da kommt einem in der Regel auch keiner entgegen. Das lässt sich zumindest relativ sicher ausschließen. Es gibt einen hohen Grad an Vernetzung, Standorte etc. Das ist ja heute schon Teil des Sicherheits- und natürlich auch des Verkehrsmanagements der Bahn. Die Fahrer haben da ja im Wesentlichen eigentlich auch nur noch so eine Beschleunigungs- und Sicherheitsreaktionsaufgabe mit ähnlichen Langweiligkeitsfaktoren, wie das jetzt bei so einem Trucker natürlich auch der Fall ist. Und auf der anderen Seite hat man auch das Problem, dass so die Schiene wirklich zu füllen und flexibel zu halten, da eigentlich auch sehr wünschenswert ist. Wenn man sich jetzt vorstellen würde, man hätte da einfach auch nur noch so Trieb-LKWs, die halt auf Schienen fahren, ja, so wie die Nahverkehrswagen, auch mit so einzelnen Triebwagen, die aber dann noch einen Container drauf fahren können und die fahren dann autonom innerhalb dieses Schienennetzes, könnte sich das ja dann auch mit der restlichen Verkehrslandschaft gut vereinigen. Oder denke ich jetzt so ein bisschen in die falsche Richtung? Ich weiß gar nicht, in welche Richtung sie. Also die Schiene der LKWs bliebe ja die Straße. Ja. Mhm. Aber man könnte ja auch genauso gut das LKW-Modell wiederum auf die Schiene zurückdenken und dort mit kleineren Fahrzeugen weiterdenken. Na gut, das führt jetzt vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung. Und zwar deshalb, weil
Der große Vorteil der Schiene ist ja, dass ich für einen ganz langen Zug eine einzige Zugmaschine, oder also eine starke Zugmaschine brauche. Und beim LKW haben sie immer noch in jedem, ich sage jetzt mal Gefäß, oder in jedem Fahrzeug eine eigene Zugmaschine. Ja. Das macht ja auch die Eisenbahn, wenn sie jetzt wiederum in Umweltkonsequenzen denken, so attraktiv, dass sie eben relativ wenig Zugleistung brauchen, also Kraftleistung, um diese große Menge an Gütern bzw. an Gewicht zu ziehen, auch durch die andere Reibung, die sie auf der Schiene gegenüber der Straße haben. Wobei natürlich das autonome Fahren auch, glaube ich, für diese Versorgungsproblematik durchaus ein Aspekt sein kann. Ich weiß gar nicht, ob Sie das behandelt haben. So ein LKW, der selber fahren kann, der kann ja auch selber sich nachladen. Nein, eben, also das ist ja, das kann er noch nicht. Weil er noch nicht mit Strom fährt. Ah, so nachladen. Ich dachte, naja, also ich dachte. Nein, nicht beladen. Ne? Genau. Jetzt rein von der Energieversorgung her. Ja. Also gerade auch, wenn es um Elektromobilität geht, gäbe es durch autonome Fahrzeuge nochmal ganz neue Möglichkeiten, eben durch diese Selbstlademöglichkeit, eben diese Fahrzeuge einzusetzen. Sie brauchen ja jetzt immer noch einen, der mitdenkt und sagt, so, jetzt muss ich dich beladen, und sei es, weil ihm die Anzeige das sagt, aber er muss das einfach tun. Ja, aber wenn wir zum Beispiel induktives Laden hätten und das Fahrzeug wüsste, so, ich brauche jetzt aber dringend und ich brauche aber auch nur so viel, also da geht quasi diese Automatisierung über das Fahrzeug raus in die Versorgung des Fahrzeugs hinein. Absolut. Aber es ist schon so, dass eigentlich dieser Güterverkehr fast erstmal so die goldene Anwendung jetzt erstmal, wo sich das autonome Fahren am besten entwickeln lässt? Oder ist es doch eher was für den Individualverkehr? Die goldene Anwendung, das widerstrebt mir gerade. Es wurde ja dieses Jahr auch in Magdeburg von Mercedes ein autonom fahrender Laster vorgestellt. Mhm. Also wir haben das in Deutschland auch, aber ich denke mal, in den USA wird es als low-hanging fruit bezeichnet. Die Automatisierung des Fernverkehrs, und zwar des Straßenfernverkehrs. Warum hier nicht? Na gut, also zum einen haben wir nicht diese ganz großen Strecken. Zum anderen haben wir deutlich vollere Autobahnen. Also sie haben bei uns, wir haben immer noch diesen ohne Gegenverkehr und keiner, der kreuzt. Aber es ist doch eine sehr starke Mischung von ganz unterschiedlichen Fahrzeugen, die wir auf der Autobahn haben. Und unsere Autobahnen haben eben auch nicht so viele Spuren, wo sie dann das auch über die Infrastruktur stärker absichern könnten. Verstehe. Der Aspekt der Akzeptanz, den nannten Sie noch? Mhm. Also Akzeptanz von wem? Ja, Akzeptanz zum einen von einzelnen Personen. Was stellen die sich einfach eigentlich vor? Was bedeutet autonomes Fahren? Oder was könnte autonomes Fahren für sie bedeuten? In welchen Situationen können sie sich das überhaupt vorstellen? Also mit Situationen meine ich für den Weg zur Arbeit oder für den Weg in die Freizeit oder für Menschen, die in der Stadt eher leben oder Menschen, die eher auf dem Land leben. Also welche Erwartungen haben einzelne Personen oder Personengruppen gegenüber einem Fahrzeug, das autonom fährt? Was würden Sie sich vorstellen, was dieses Fahrzeug kann und was dieses Fahrzeug auch mit Ihnen macht? Und diese Erwartungen können positiv sein, sie könnten aber auch negativ sein. Ja. So weniger Kontrolle ausüben kann auch langweilig sein, sozusagen. Weniger Kontrolle ausüben kann langweilig sein. Die Eva Friedrich, die hat mit Fokusgruppen gearbeitet und da auch mit jungen Leuten, und Jüngere und aber auch Ältere finden das mit dem Autofahren oft gar nicht so schlimm, weil sie sagen, das ist für uns so eine Übergangsphase. Ja? Wenn ich zum Beispiel von der Arbeit nach Hause gehe, aber auch wenn ich von zu Hause zur Arbeit gehe, dann ist das für mich so eine Übergangsphase, in der ich selber etwas tue und die mich dann auch gedanklich woanders hinbringt. Wo also dieser Punkt Autonomie, ich kann mich dann quasi, wenn ich mich in die S-Bahn setze oder in den Bus setze, noch was ganz anderes nebenher tun, ein Buch lesen oder ein Spiel spielen oder jemanden anrufen. Oder einen Podcast hören. Das ist noch nicht raus, was von beiden wichtiger ist.
Ja, also sich diese selbstaktive Übergangsphase zu erhalten oder tatsächlich zu sagen, ich habe hier eine Übergangszeit, die ich aber mit anderen Dingen nutze. Das ist was, was wir generell festgestellt haben. Es gibt jetzt nicht so dieses autonomes Auto komme, ja, aber auch nicht dieses autonome Auto, dass es irgendwie verteufelt wird, sondern wenn die Menschen über das autonome Fahren und über das autonome Fahrzeug nachdenken oder mit uns diskutieren, sich dazu äußern, dann ist es meistens sehr ambivalent. Also die meisten finden sowohl was Positives darin, als auch etwas, was sie nicht haben möchten. Was möchten sie nicht haben? Sie möchten, also es gibt zum Beispiel viele, die sich diese Entscheidung nicht abnehmen lassen möchten, wie sie fahren. Sondern die möchten tatsächlich selber dieses Fahrzeug bedienen. Mhm. Die möchten selber diese Maschine bedienen. Viele möchten ganz sicher sein, dass das Ding auch so tut, wie es vorgibt zu tun. Also die Frage der Zuverlässigkeit ist den Leuten ganz, ganz wichtig. Nachvollziehbar. Ja. Und sie möchten mit dem Fahrzeug auch diesen Komfort verbinden, den sie jetzt mit ihrem Auto verbinden, dass es immer dann da ist, wenn sie es haben wollen. Also dass dieses Fahrzeug nicht, weil es zum Beispiel irgendwo anders abgestellt werden muss, nicht jetzt sofort zur Verfügung steht, sondern vielleicht erst in 10 Minuten. Also dieser Carsharing-Aspekt zum Beispiel. Dieser Carsharing. Ja, das ist nicht nur der Carsharing-Aspekt, sondern ja auch dieser Aspekt, wo darf man das überhaupt wo parken? Darf man das hinstellen? Genau, ja. Genau. Also diese Punkte: Sicherheit, Zuverlässigkeit, Komfort. Das muss gewährleistet sein. Das wird meistens positiv assoziiert mit diesem Fahrzeug. Dieses, ich kann nicht mehr so fahren, wie ich will, ist eher ein negativ konnotierter Aspekt. Und dann ist auch noch eine große Unsicherheit da bezüglich der rechtlichen Situation. Dass die Leute sagen, was passiert denn? Oder was ist denn los, wenn jetzt halt doch was passiert? Ja. Ja. Und wenn es nur ein Blechschaden ist, das muss ja nichts Schlimmes sein. Ja? Aber wer ist denn dann schuld? Ja, also da herrscht einfach eine große Unsicherheit. Das ist auch noch nicht geklärt. Ja? Und von daher sehen viele dieses autonome Fahrzeug auch noch mit einer gewissen Reserviertheit. Was überwiegt denn? Also würden Sie sagen, da gibt es eher eine positive oder eher eine negative oder ist das eher ausgeglichen? Ist ausgeglichen. Mhm. Und es ist auch oft innerhalb einer Person ausgeglichen. Das ist das, was ich mit dem ambivalent meinte. Viele Leute können sich vorstellen, dass es etwas Positives für sie bringt. Ja. Ja, aber sie haben eben auch Bedenken, beides zur gleichen Zeit. Deshalb, wie soll ich sagen, bin ich auch ein bisschen kritisch, wenn es immer wieder so Medienberichte gibt, dass irgendeiner wieder irgendeine Befragung gemacht hat und dann berichtet wird, die Leute sind alle ganz offen gegenüber dem autonomen Fahren und würden das begrüßen. Das sehen wir nicht so. Wenn man jetzt sich vorstellt, dass viele autonome Fahrzeuge unterwegs wären, wobei ich jetzt viele schwer quantifizieren kann, aber sagen wir mal so eine nennenswerte... Ein Viertel aller Fahrzeuge. Ja, genau, sowas. 10 Millionen sind das. Das müssten 10 Millionen sein. Ja. Also Elektrofahrzeuge haben wir ja noch nicht mal. Nein. Ja, gut. Machen wir mal. Aber stellen wir uns das mal vor. Das haben Sie sich ja wahrscheinlich in diesem Projekt unter anderem auch gefragt, so was wäre, wenn, oder? Nein, so weit sind wir noch nicht gegangen. Aber trotzdem gibt es doch sicherlich so Aspekte. Stellen uns das jetzt einfach vor. Ja, genau, also stellen wir uns das einfach mal vor. So. Also wie, was hätte das für Auswirkungen? Also sagt ja auch, das ist ja auch, glaube ich, Ihr Feld, so dieses, was hat das eigentlich, was bedeutet eigentlich autonomes Fahren für die Art und Weise, wie wir auch so unser Leben organisieren. Ich meine, das Auto hat ja schon alles revolutioniert. Mhm. Nicht alleine, auch andere Dinge haben vieles revolutioniert, genauso auch der Nahverkehr und die Telekommunikation. Aber es ist ja wohl vollkommen, steht ja vollkommen außer Frage, dass das Auto auch ganz klar definiert, wie eine Stadt funktioniert, wie Vororte, Vorstädte funktionieren im Zusammenhang mit Pendelaktivitäten zur Arbeit etc., aber eben auch der Freizeitnutzung des Autos. Welche Fragestellungen sind denn da so behandelt worden?
Also zum einen haben wir uns nochmal diese Fragestellung, weil Sie jetzt auch das Carsharing angesprochen haben, angeguckt, gerade diese neuen Mobilitätskonzepte, die sehr stark ja auf dieses Sharing ausgehen, wie könnten die denn sich verändern durch autonomes Fahren? Und die könnten sich natürlich gravierend verändern, wenn sie das Fahrzeug nicht mehr suchen müssen, ja, und sei es über das Smartphone suchen, sondern wenn sie einfach, ich weiß nicht, eine Nummer, eine Zahl, irgendwas eingeben und dann kommt ein Fahrzeug zur gewünschten Zeit an den gewünschten Ort. Eigentlich möchte ich ja nur pfeifen. Genau, pfeifen, dann machen wir da diese Voice-Funktion ein und pfeifen und möglicherweise ist das Pfeifen so individuell wie der Fingerabdruck, ich habe keine Ahnung. Fifi, komm. Ja, genau. Dann einfach schwarze Limousine, so stelle ich mir das vor. Ja, das kostet dann aber extra. Kein Problem, mit das Feature zahle ich alles. Gut, das könnte natürlich bedeuten, dass es dass weiterhin das Auto genutzt wird. Dass aber das eigene Auto nicht mehr ganz, oder dass sie vielleicht auch gar kein eigenes Auto mehr haben, sondern sie haben, immer wenn sie pfeifen, kommt eine schwarze Limousine. Mhm. Und zwar nur eine schwarze Limousine. Außer sie pfeifen und sagen hinterher grün. Dann kommt was Kleines, Grünes, weil sie wollten ja jetzt was anderes. Mhm. Also, dass man diese Vielfalt an Fahrzeugen, die es ja jetzt auch schon bei manchen Carsharing-Anbietern gibt, dass man die repliziert, das Auto irgendwo abstellt, wo auch immer, das kann ein Parkhaus oder sonst was sein, Tiefgarage, und immer dann, wenn sie es brauchen, kommt das zu ihnen und sie können es entweder selber fahren oder das Auto fährt selber. Ja. Mhm. Das würde wahrscheinlich den Autobesitz verändern und es würde auch die Autonutzung verändern. Es würde sie vielleicht dazu bringen, öfter mit dem Fahrrad zu fahren oder auch zu Fuß zu gehen oder auch mit einem öffentlichen Verkehrsmittel zu fahren, weil sie vielleicht nicht für alle Wege, die sie so haben, jetzt mit diesem Auto fahren wollen. Mhm. Also wir kommen... Weil es nicht mehr so reizvoll ist, damit zu fahren? Nö, nicht, weil es nicht mehr so reizvoll ist, aber weil sie auch andere Verkehrsmittel entdecken, weil sie jetzt nicht mehr darauf fixiert sind, wo steht mein Auto, sondern weil das Auto kommt zu ihnen, aber vielleicht wissen sie, um die nächste Ecke ist auch eine Bushaltestelle. Das passt mir jetzt gerade besser. Mhm. Also diesen Weg hin in eine diversifiziertere Nutzung von Verkehrsmitteln könnte sich einstellen durch dieses autonome Fahren und dieses spezielle, das Auto kommt zu mir und geht von mir wieder weg, wenn ich es gebraucht habe. Das könnte sich einstellen. Das weiß man aber im Moment nicht. Das ist auch, da bin ich ganz sicher, eine Kostenfrage. Ja. Ja. Also es ist ein Geschäftsmodell. Wenn das Geschäftsmodell zum Beispiel heißt, du hast in deiner Flatrate 100 Buskilometer, das Fahrrad für 40 Stunden und das Auto für, ich weiß nicht, auch 40 Stunden, dann werden sie anfangen, das auszutarieren. Ja. Also das hängt, glaube ich, ganz stark dann auch von den Geschäftsmodellen ab, die sich damit verbinden und was sie sich dann ausrechnen, ob ihre Mobilitätsbedürfnisse jetzt nicht kostenmäßig, sondern so, was sie so brauchen, ob das damit abgedeckt wird. Ich habe auch den Eindruck, da ändert sich schon sehr viel. Mhm. Also ich bin auch selber zum Beispiel mit einer Bahncard 100 unterwegs und da sieht man da auf einmal die ganze Kombination, dem so möglich ist, der einzelnen Verkehrsmittel auf einmal ganz anders, ja, weil man dann eben so bewusst so, okay, jetzt erstmal die Fernstrecke mit der Bahn, dann irgendwie den Weg mit so einem platzgebundenen Carsharing-System und da innerhalb der Stadt kann man ja aber auch prima auch noch mit den Leihfahrrädern unterwegs sein und jetzt habe ich mal einen Lastentransport und dann brauche ich mal ein Lastentaxi. Also im Prinzip kommt ja auch einiges hinzu zu dem, was wir bisher schon gewohnt sind. Mhm. Und in dem Moment, wo sich das zumindest in so einer Flatrate nutzen lässt oder zumindest, dass man eben auch weiß, dass auch der Zugang schnell ist, schnelle Autorisierung, zack. Ich kann mir diese ganzen Verkehrsmittel auch vorher schon reservieren, durchplanen. Ich weiß, sie sind in dem Moment auch da, wo ich sie brauche, etc. Das führt, zumindest bei mir, und ich kenne das auch von vielen anderen Leuten, die mir das so ähnlich berichtet haben, schon zu auch einer ganz anderen Sicht auf Verkehr, weil man einfach, oder sagen wir mal, auf Mobilität, weil man einfach auch bereit ist oder zwangsläufig dabei abfällt, eben mehr teilbare Fahrzeuge zu haben. So dieses. Ich finde diesen Begriff teilbar
nicht so glücklich. Denn sie teilen ja nicht wirklich mit jemand. Ja, bei Teilen habe ich immer Christophorus vor Augen, der da seinen Mantel teilt. Das tun sie nicht. Ja, Mitfahrzentrale ist ja schon ein bisschen Christophorus. Nein. Nee. Christophorus hat hinterher auch ein bisschen gefroren. Der andere war es zwar ein bisschen wärmer, aber er hat dann auch ein bisschen gefroren. Aber Mitfahrzentrale im Grunde genommen bedeutet es ja, dass meine Kosten geringer werden. Weil jemand an dem Benzin, das ich verbrauche, auf einer bestimmten Strecke mitzahlt. Mhm. Und sie kaufen sich gewissermaßen ein Portfolio an Fahrzeugen. Sie haben das sehr schön beschrieben. Sie haben den Zug, sie haben das Fahrrad, sie haben ein Auto, sie haben ein Lastenfahrrad, sie haben vielleicht auch noch irgendein Kombi, ein Straßenbahn. Sie haben ein ganzes Portfolio, aus dem sie auswählen können. Und dafür zahlen sie eine Gebühr. Und früher mussten sie ein Fahrrad kaufen, ein Auto kaufen, ein Busticket kaufen. Ja? Und da liegt jetzt einfach ein anderes Geschäftsmodell dahinter. Und ich glaube, dass was sich nachher de facto abspielt an Mobilität, wie die Leute ihre Mobilität organisieren, wird auch von diesem Geschäftsmodell beeinflusst werden. Mhm. Nicht nur, selbstverständlich nicht nur, aber auch davon. Also autonome Fahren ist natürlich für sowas wie Carsharing auch sehr interessant. Also selbst wenn man noch selber fährt, könnten zumindest die Autos sich ja selber verteilen schon auch selber schon mal so in Position bringen, damit sie in dem Moment, wo sie dann wirklich abgerufen werden, also indem das System quasi schon vorahnt, wo ein Bedarf entsteht, sowas lässt sich ja heutzutage auch schon ganz gut herauslesen. Nicht nur jetzt, weil man weiß, okay, in 2 Stunden ist das Fußballspiel zu Ende und da gibt es einen erhöhten Taxibedarf, wie die Taxifahrer da heute natürlich auch schon machen, sondern eben auch einfach durch diese Messung, dass man schon sieht, Donnerstag 21 Uhr, da ist da immer viel los in der Einkaufsstraße etc., ohne dass man jetzt das explizit so einprogrammieren muss, sondern man einfach empirisch das so aufsummiert bekommt. Aber was haben Sie denn untersucht, wie sich was autonome Fahrsysteme so für die Struktur und Städte so bedeutet. Also inwiefern kann sich so etwas auswirken auf die Art und Weise, wie eine Stadt funktioniert oder wie eine Stadt auch geplant werden muss in der Zukunft? Naja gut, also wir sind ja in der glücklichen Lage, dass wir gar keine neuen Städte planen. Sondern wir planen ja im Bestand. Also welche Änderungen es bringen könnte. Ohne jetzt weit ausholen zu wollen, meines Erachtens ist eine ganz zentrale Frage die Wahrnehmung von Reisezeit. Im Moment gehen wir davon aus, vor allem auch wenn wir Verkehrsinfrastrukturen planen oder auch Städte planen, dass das Mobilsein noch überwiegend als nicht genutzte Zeit verstanden wird. Für nichts anderes nutzbar als für die Bewegung. Und es gibt ja auch diese, das nennt sich so, die konstante Reisezeit, dass gewissermaßen die Menschen schon immer rund 90 Minuten am Tag unterwegs waren und sich nur die Distanz verändert hat, dadurch, dass sich die technologischen Möglichkeiten verändert haben. Ja. Zu Fuß komme ich in 90 Minuten halt nicht so weit wie mit dem Auto. Ist das jetzt eine geratene Zahl? Oder nein, diese 90 Minuten ist wirklich... Ganz konkrete Zahl. Insgesamt pro Tag im Schnitt? Insgesamt pro Tag im Schnitt. Ah. Und das finden Sie eigentlich selbst, also kulturübergreifend oder auch entwicklungsfaktorübergreifend, das finden Sie in Entwicklungsländern in ähnlicher Weise, immer im Schnitt, ja, es geht immer um den Schnitt, in ähnlicher Weise wie in Industrieländern. Gut, wenn es aber tatsächlich dazu kommen sollte, dass Reisezeit anders wahrgenommen wird, weil ich ja immer noch vernetzt bin, auch wenn ich unterwegs bin, dann könnte es sein, dass auch weitere Wege in Kauf genommen werden. Und dass eben dieses Zurück in die Stadt, das wir jetzt gerade erleben, weil eben diese Stadt die Kompaktheit mit sich bringt, dass das wieder aufgelöst wird, weil selbst wenn Sie eine Stunde lang fahren, bis Sie draußen sind, sind Sie die ganze Zeit vernetzt. Ja?
Sie können die ganze Zeit vielleicht gar nicht arbeiten, aber kommunizieren oder was auch immer tun. Podcast hören. Podcast hören. Aber ich glaube, das kann man auch bei der Gartenarbeit. Das oder, geht auch super, oder auf, ja. Oder auf dem Balkon mitten in der Stadt, oder? Ja, aber gerade eben diese tote Zeit wird auch durch Lernen auch häufig. Ja, und wenn, das kann man im Moment überhaupt nicht bestimmen, aber wenn sich das ändert, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch die Städte wieder stärker in die Fläche gehen. Und das, im Moment befinden wir uns ja in einer Phase, wo wir eigentlich ganz froh sind, dass es diese Rückverdichtung gibt, auch wenn dadurch sehr viele schwierige Situationen im ländlichen Raum oder in einzelnen ländlichen Räumen und in suburbanen Räumen entstehen. Aber insgesamt wird es derzeit von der Stadtplanung eher positiv betrachtet, dieses Zurück in der Stadt, gerade auch, weil junge Leute wieder in die Stadt kommen und Familien in die Stadt kommen. Da hängt ja viel dran, Landnutzung, Versiegelung von Flächen. Ja. Und Suburbanisierung produziert Verkehr. Das heißt, autonomes Fahren könnte an der Stelle auch kontraproduktiv sein? Das ist nicht kontraproduktiv. Für die Stadt ist es kontraproduktiv, ja. Also, was heißt das? Das ist ja quasi die Annahme, dass autonomes Fahren automatisch dazu führt, dass eben diese Pendlerstrecken auf einmal wieder attraktiver werden. Ich persönlich so als Stadtei würde das gar nicht so sehen, sondern ich finde eigentlich gerade diese Flexibilisierung des Transports innerhalb der Stadt besonders reizvoll. Also zumindest das, was mir so Carsharing als Ergänzung zum Nahverkehr gibt, weil man fährt ja dann mit dem Auto, wenn man so eine, was weiß ich, entweder eine Strecke hat, die jetzt mit Nahverkehr kompliziert zu erschlagen wäre, viel umsteigen etc. oder die einfach in dem entsprechenden Zeitraum, sprich nachts vor allem, so nicht regelmäßig genug bedient wird. Und dadurch wird für mich die Stadt eigentlich noch attraktiver. Ich habe auch gar nicht gesagt, dass es so sein wird, aber es ist eine Möglichkeit, die nicht ausgeschlossen ist. Und die natürlich auch wieder von Rahmenbedingungen zu tun hat, die sehr viel auch wieder mit Geld zu tun haben. Ja? Wenn die Stadt unerschwinglich wird, dann geht es natürlich wieder raus, das stimmt. Tut es ja jetzt schon, also auch ohne autonome Fahrzeuge. Mich würde jetzt nochmal ein bisschen interessieren, wie auch jetzt die Arbeit bei so einem Projekt eigentlich gelaufen ist. Also das Projektlaufzeit war 2 Jahre, wenn ich das jetzt richtig mir notiert habe. Kern von 4 bis 8 Leuten plus die 24 Leute drumherum, 20. Jetzt ist das ja, sagen wir mal, so ein Projekt, was sehr offene Fragestellungen hat. Mhm. Ja. Mich würde erstmal interessieren, was für eine Zielvorgabe hat man da eigentlich? Also woran misst man eigentlich, dass man jetzt genug geforscht hat? Ist das jetzt nur so 2 Jahre sind rum, wir haben wir jetzt nicht rausbekommen? Oder lässt sich quasi der Fortschritt in der Forschung in dem Moment auch quantifizieren? Und ja, vielleicht das erstmal. Gut, also wir haben quasi der erste Schritt, den wir gemacht haben, war, dass wir gemeinsam in diesem kleinen Viererteam dieses Konzept entwickelt haben. Welche Fragen wollen wir stellen? Welche Fragen stellen wir im Kernteam gemeinsam mit unseren Mitarbeitern? Und welche Fragen sollen von diesen Experten oder welche Fragen wollen wir beantworten lassen von diesen Experten um uns rum? So, das haben wir dann quasi dem Beirat der Stiftung vorgestellt und mit denen diskutiert, erläutert und ja, quasi auch die Zustimmung eingeholt, dass es ein sinnvolles Verfahren ist, so wie wir uns das vorstellen. Und dann hat quasi jeder aus dieser 4 Leute aus diesem erfahrenen Bereich des Kernteams mit seinen jeweiligen Mitarbeitern nochmal für seinen Bereich ein eigenes Programm gemacht. Was können wir in diesen 2 Jahren rausfinden? Das war in meinem Fall gemeinsam mit der Eva, dass wir uns ein Konzept gemacht haben. Wie gehen wir diese Fragestellung denn überhaupt an? Wie finde ich heraus, was Akzeptanz bedeutet bei einer Sache, die noch gar nicht selbstverständlich ist oder die noch gar nicht so viele Leute kennen? Mhm.
Das ist, also ich finde immer sehr schön das Beispiel Handy. Wenn Sie vor der Einführung des Handys gefragt hätten, was machst du mit dem Handy? Brauchst du das? Hätten viele Leute gesagt, nee. Wozu? Hab ein Telefon zu Hause, da drüben steht die Telefonzelle. Ja, wozu? Internet braucht auch keiner. Nein, Internet hat man auch nicht gebraucht. Ich habe das alles mitgemacht. und von daher wäre das einfach eine naive Art und Weise, an dieses Thema ranzugehen. Mhm. Also haben wir uns ein Konzept gemacht, wie kriegen wir erstmal raus, gewissermaßen, welche Themen jetzt schon von denen, die sich damit beschäftigen, diskutiert werden. Wie kriegen wir raus, wie sich Menschen dieses autonome Fahren oder das autonome Fahrzeug vorstellen, welche Erwartungen sie daran knüpfen und wie können wir diese Menschen stärker beschreiben, indem wir sie bestimmten Gruppen zuordnen, die zunächst vielleicht relativ simpel sind, jüngere, ältere, gebildete, weniger gebildete. Aber um gewissermaßen dieses Thema, was bedeutet überhaupt Akzeptanz von etwas, was es noch nicht gibt, wie kann man das beschreiben? Welche Faktoren sind relevant, damit Menschen sich eher positiv damit auseinandersetzen oder eher Ängste oder Sorgen haben im Zusammenhang mit dieser neuen Technologie? Und das wurde dann quasi empirisch abgearbeitet über Befragung, Fokusgruppen und so weiter. Das heißt, das hat dann jede Kleingruppe so ihr eigenes Forschungskonzept gehabt und dieses Forschungskonzept und vor allem die Ergebnisse sind jetzt dokumentiert, unter anderem in diesem Buch, aber auch auf Konferenzen werden Vorträge gehalten, Poster gezeigt und so weiter und eben mit Kollegen, vor allem auch in den USA, die an ähnlichen Fragestellungen arbeiten, diskutiert. Mhm. Zusätzlich dazu haben wir mit diesen Experten, die wir eingeladen hatten, ja, so eine Art Lastenheft vereinbart, wo wir gesagt haben, das sind Fragestellungen, von denen wir uns vorstellen, dass Sie diese Fragestellungen in einer Expertise, die letztendlich in einer schriftlichen Aufbereitung besteht, die Sie dort beantworten können. Haben uns dann auf dieses, ich nenne das jetzt mal weiterhin, Lastenheft geeinigt und dazu haben die dann auch eine Expertise geschrieben, formuliert. Und das wird dann zusammengefasst in diesem Buch und dieses Buch ist nicht das Ende der Forschung, aber ich glaube, wir schaffen es in diesem Buch, ganz wichtige Fragen im Zusammenhang mit autonomen Fahren, die über die reine Technik des autonomen Fahrens hinausgeht, wirklich zu adressieren und auch von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten. Und da kommt dann wirklich auch dieser Punkt, autonomes Fahren jetzt, was das wirklich Technische des Fahrzeugs anbetrifft, das machen ohnehin Unternehmen besser. Die haben mehr Ressourcen, um das umzusetzen und die haben ja auch diese technische Erfahrung, das technische Know-how, um dann tatsächlich so ein Fahrzeug zu machen. Das kann unmöglich Ziel eines solchen Projektes sein, dass wir etwas machen, was unmittelbar dann in dieses Fahrzeug eingeht. Ja. Das wäre irgendwie ganz eigenartig. Ja, das Projekt klärt eigentlich die Fragestellung, mit der sich wiederum so ein Unternehmen eben nicht als erstes unbedingt primär beschäftigt oder was auch gar nicht die Expertise ist eigentlich. Genau. Die aber dann genauso relevant sind, weil das ja quasi die Rahmenbedingungen sind für genau, die zukünftige Produkte. Genau, also, wobei man auch aufpassen muss. Also das ist ja kein Projekt der Firma Daimler, sondern ist ein Projekt der Daimler und Benz Stiftung. Und die Daimler und Benz Stiftung hat den Auftrag, eben gesellschaftlich relevante Fragen zu stellen. Ja. Und das ist wirklich eine gesellschaftlich relevante Frage, wie verändert sich unser Verkehrssystem durch neue Technologien? Das hätte auch irgendeine andere Technologie sein können. Aber im Moment ist eben diese große Frage, wie verändern sich Fahrzeugtechnologien hin zur Autonomie? Aber wir sehen ja dieses Thema Robotik nicht nur bei den Fahrzeugen, sondern auch in ganz anderen Bereichen. Mhm. Aber also wenn eine Firma Robotik einführt, dann betrifft es das Produktionssystem und dann sind da auch Leute betroffen, aber es ist gewissermaßen so ein abgeschotteter Bereich. Wenn wir aber im öffentlichen Raum Robotik haben über das autonome Fahrzeug, dann hat das nochmal eine ganz andere Bedeutung für alle. Ja, das ist auch, glaube ich, wirklich ein Thema, ich meine, wenn man sich zum Beispiel Google anschaut, ja, durchaus bekannt für einen weiten Blick in die Zukunft,
sowohl Robotik als auch autonomes Fahren spielt in dem Unternehmen offensichtlich eine große Rolle, weil da eben auch sehr viel Geld reingesteckt wird, sehr Forschungsunternehmen auch aufgekauft werden, Robotikfirmen und eben auch so mit solchen Challenges da viel gearbeitet wird. Wenn man sich anschaut, wie die diese Google Street View Autos ja quasi mechanisch die ganze Welt fotografisch auch erfassen, kann man sich sehr gut vorstellen, wie das auch zusammenpasst, aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Ich wollte nochmal zurück zu der eigentlichen Arbeit jetzt innerhalb des Projekts und vor allem im Zusammenhang mit der Stiftung. Mhm. Also ist klar, es ist ein Forschungsprojekt. Jetzt würde man natürlich erstmal erwarten, so okay, Stiftung stellt im Wesentlichen Geld bereit. Mhm. Aber sagt ja auch der Modus operandi, dass wie man jetzt forschungstechnisch voranschreitet, wurde sehr eng mit dem Beirat ab oder wurde überhaupt mit dem Beirat ab. Aber wie ist da so die Zusammenarbeit mit der Stiftung? Welche Rolle spielt die Stiftung in dem Prozess? Die Stiftung hat ja auch bestimmte Erwartungen an hinsichtlich von Fragen, die beantwortet werden sollen. Wir waren, wenn Sie so wollen, sehr frei in der Art und Weise, wie wir diese Fragen beantworten. Aber dieses gegenseitige Einvernehmen finden und dieses gegenseitige Verständnis zu finden, welche Fragen sollen wir denn nicht sollen, sondern welche Fragen wollen wir stellen, welche Fragen soll das Projekt aufgreifen, entspricht das auch den Intentionen, denen sich die Stiftung ja auch verpflichtet fühlt. Ja. An der Stelle gab es dann schon diesen Kontakt, mehr als nur Kontakt, diesen Austausch mit der Stiftung beziehungsweise dem Stiftungsbeirat, um dieses Einverständnis herzustellen, dass wir nicht irgendwo anders hingehen, wo die Stiftung sagt, das entspricht einfach nicht den Zielen dieser Stiftung. Und das halte ich eigentlich auch für für legitim, auch wünschenswert. Ja, genau, das legitim wollte ich vermeiden. Ja, wünschenswert gefällt mir viel besser. Wünschenswert, hilfreich. Denn wenn ich in dem Moment, wo ich sage, ich mache so ein Projekt, ich möchte das gerne machen, dann heißt es ja auch, dass ich auch einen Auftraggeber habe, der mit diesem Projekt auch bestimmte Ziele verknüpft. Mhm. Und der die Ergebnisse auch im Zweifelsfall auch richtig weiter verwendet. Genau. Wie sehen Sie diese Ergebnisse, die jetzt veröffentlicht wurden und werden, wie damit jetzt weiter umgegangen wird, außer dass man sie nachlesen kann? Ist die so Teil eines Prozesses? Naja, also zum Teil wurde schon im laufenden Projekt wurden so kleine Features gemacht zu Themen, die im Projekt behandelt werden. Zum Beispiel zur Frage Güterverkehr. Ja, wurde ein kleiner Artikel von einem, nicht Medienbeauftragten, von jemandem, der es einfach professionell macht, ein Artikel hergestellt zu dem Thema, was für Fragen werden da gestellt, wie wird denn das angegangen, dieses Thema, gibt es denn da schon irgendwas? Ja. Und es wurde an ganz unterschiedlichen Stellen, wurden solche Themen aufgegriffen aus dem Projekt und publiziert. Und da gab es schon sehr schnell auch immer wieder Nachfragen, interessierte Nachfragen. Also aufgegriffen aus der Stiftung heraus? Also, die Stiftung hat jemanden beauftragt, der hat sich mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Verbindung gesetzt. Mhm. Dann hat diese Person einen Artikel dazu gemacht, der wurde von der Stiftung zur Verfügung gestellt und wurde eben dann auch in unterschiedlichen Medien, also vor allem Printmedien, publiziert und hat dadurch schon Resonanz erzeugt. Jetzt soll natürlich mit dem, was wir an Ergebnissen haben, die sollen auch kommuniziert werden. Zum einen dieses Buch als solches wird jetzt kommuniziert werden und dieses Buch wird aber auch mit Open Access verbunden sein. Das heißt, man kann auf diese Informationen und diese Berichte, diese wissenschaftlichen Artikel zugreifen, die auch so geschrieben sind, dass es jetzt nicht nur das fachwissenschaftliche Publikum
ja. lesen kann, sondern dass sie einfach verständlich sind für einen, auch für einen interessierten Laien. War das von Anfang an so geplant, von der Stiftung Open Access zu machen, oder hat sich das im Rahmen des Projekts? Das hat sich eigentlich auch im Austausch mit der Stiftung so ergeben, also im Austausch zwischen uns und der Stiftung so ergeben, dass wir sagen, wenn wir das tatsächlich, also wir sehen das ja jeden Tag bei wissenschaftlichen Publikationen, wenn wir das tatsächlich unter die Leute bringen wollen, dann empfiehlt sich einfach Open Access. Und ich bin ganz sicher, dass da auch sehr stark drauf zugegriffen wird, denn das, was Sie zu autonomen Fahren derzeit finden, das ist alles sehr verstreut und dann eigentlich eher in den Fachdisziplinen untergebracht. Die rechtlichen Sachen bei den juristischen Themen, die technischen Sachen bei den Technikern, Akzeptanzfragen eben in sozialwissenschaftlichen Bereichen. Und hier bieten Sie gewissermaßen auch dem potenziellen Leser an, mal durchzublättern und zu gucken, was gibt es denn da sonst noch? Mhm. Das heißt, es hat quasi das Team beschlossen, dass das wünschenswert wäre, und in Abstimmung mit der Stiftung wurde das dann auch beschlossen und wird jetzt entsprechend umgesetzt. Genau so. Mhm. Das ist schon für mich absolut nachvollziehbarer, aber trotzdem doch immer noch schwieriger Prozess im Wissenschaftssystem, diese Öffentlichkeit vor allem so zu denken, weil ja häufig viel über Publikationen und den damit verbundenen, Profilgewinn gedacht wird. Und wenn das nicht über Journale läuft, wie das bisher immer war, dann ist das irgendwie nicht gut. Also daher kam auch dieser Wunsch oder diese Entscheidung, ein gemeinsames Buch am Ende zu produzieren. Zum einen, um darin auch nochmal das Projekt abzubilden und die Vielfalt und auch die Interdisziplinarität des Projektes. Ich finde zum Beispiel sehr schön, dass fast alle Aufsätze, die in diesem Buch erscheinen, und das sind, jetzt weiß ich es gar nicht auswendig, an die 30, dass die auch sehr stark untereinander verweisen. Mhm. Dass man sieht, hier greift einer einen Aspekt auf. Wenn ich dazu noch mehr wissen möchte, muss ich einfach nur blättern und dann finde ich an anderer Stelle noch mehr dazu. Das hätten wir nie und nimmer hingekriegt, wenn wir es in Fachzeitschriften untergebracht hätten. Mhm. Ja. Ich hab irgendwo anders angefangen. Aber da wollte ich eigentlich so dieses... Das ist interessant, das Ganze wird schon so ein bisschen mehr als Hypertext gedacht, sozusagen, und nicht nur als Fußnoten. Ja, also das ist ein sehr schönes Bild mit dem Hypertext, absolut. Gab es denn in irgendeiner Form, also wir haben ja schon festgestellt, so, das ist jetzt kein Projekt der Wirtschaft gewesen. Das sind Aspekte, um die sich die Wirtschaft jetzt nicht so sehr kümmert, aber gab es denn jetzt auch schon im Rahmen des Prozesses, also Fortgang des Projekts, da Interesse, Kontakte jetzt direkt aus der Wirtschaft oder aus dem produzierenden Gewerbe, für die jetzt autonomes Fahren relevant ist, die dann noch was beigesteuert haben oder mit neuen Fragestellungen zwischendurch aufgekommen sind, oder ist das jetzt erstmal etwas, was Sie im Nachgang erwarten? Ich bin gerade dran zu überlegen, neue Fragestellungen. Ich sehe kein, also wir haben, speziell auch die Eva Friedrich und ich, wir haben sehr guten Kontakt nach USA gehabt, haben dort auch viel präsentiert, fast mehr als in Deutschland. Und hatten dort Fragen vor allem aus der Politik heraus. Weil sich dort gerade diese Fragen, was erwarten die Menschen eigentlich von einem möglicherweise sich verändernden Verkehrssystem? Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit dem Begriff Akzeptanz. Mittlerweile Akzeptanz kann irgendwie alles sein. Ja. Ich würde es lieber auf Erwartungen, Hoffnungen, Chancen, Risiken, auf solche Begriffe beziehen. Aber mehr Interesse noch aus der Politik. Mehr Interesse aus der Politik, auch unter der Fragestellung, wenn es dann diese autonomen Fahrzeuge gibt und wir entscheiden, die können jetzt fahren, die dürfen jetzt fahren, wie kriegen wir das denn, wie kriegen wir die denn tatsächlich auf die Straße?
Also welche Szenarien können wir uns denn vorstellen, um diese Fahrzeuge dann tatsächlich einzuführen? Und da gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann einfach sagen, irgendwann sind Fahrerassistenzsysteme so toll, dass wir beim vollautomatisierten Auto angekommen sind und dann fährt es eben mit, weil es einfach ein höchst entwickeltes Fahrzeug ist aus jetzt Assistenzsystemsicht. Oder man kann auch sagen, wir gucken uns zunächst an, in welchen Bereichen können wir denn vielleicht heute schon autonome Fahrzeuge fahren lassen. Stanford University zum Beispiel, also unser Projektpartner, die planen, auf ihrem Gelände ein autonomes Shuttle fahren zu lassen. Die haben ja auch medizinische Forschungseinrichtungen dort, auch Medizin, also auch Kranken auf dem Campus der Stanford University. Und da müssen oft auch Patienten auf dem Campus hin und her bewegt werden. Ja, zum Beispiel, also und zwar, die sich selber bewegen können, aber die haben eine Untersuchung hier und die nächste da und müssen sich auf dem Campus bewegen, können aber nicht selber unterwegs sein. Und da ist geplant, so ein Shuttle mal auf dem Campusgelände autonom fahren zu lassen. Und die stellen zum Beispiel fest, dass plötzlich ganz viele Leute auf dem Campus Ideen kriegen, wo es für sie selber eigentlich auch ganz praktisch wäre, so ein automatisches Fahrzeug zu haben. Zum Beispiel bei den Küchendiensten. Wie kriege ich denn mein Essen einfach auch autonom verteilt? Oder auch meine Entsorgung autonom geregelt oder ein autonomes Fahrzeug geregelt. Ja. Und das wären so Nischen, da gibt es ganz unterschiedliche Nischen, die man sich vorstellen kann, die dann dieses autonome Fahrzeug auch erfahrbar machen, anfassbar, testbar und die dann letztendlich aus diesen Nischen heraus wird dann das autonome Fahrzeug auch auf die Straße gebracht, auf die öffentliche Straße, weil sich gezeigt hat, das Ding funktioniert. Da fällt mir jetzt auch gerade noch eine andere Nische ein. Also ich weiß gar nicht, ob Sie das überhaupt auch mit behandelt haben, aber auch Drohnen, also vor allem diese Mia-Flügler, die halt super stabil sind und sich über GPS ja auch sehr gut selber orientieren können. Da gibt es ja jetzt schon so einige Projekte so im Hinblick auf, was weiß ich, Transport Amazon dringend. Ja, das ist so ein bisschen schon die nächste, also das Praktischste, was ich jetzt bisher gehört habe, war so diese Problematik, dringend benötigte Medikamente auf die Insel zu bringen, wo man sonst halt einen ganzen Kahn da durch schlechtes Wetter besorgen, fahren lassen müsste und vor allem für so eine geringe Menge an Zeug gleich ein ganzes Schiff zu starten. Das sind ja sehr, oder halt auch innerhalb der Stadt. Also man hat ja auch, was weiß ich hier, Bluttransfusionen, Verkehrsunfall, es muss halt schnell das entsprechende Blut irgendwo hin transportiert werden, um Leben zu retten. Auch das ließe sich damit ja machen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Drohnen überhaupt jemals ein Thema waren jetzt in diesem Projekt, aber ich kann mir vorstellen, dass doch viele der Fragestellungen, die sie dort behandelt haben, in gewisser Hinsicht auch auf solche Szenarien anwendbar sind. Naja, die Drohne wird ja immer noch extern gesteuert. Oder das Unmanned Aerial Vehicle, genau. Ja, das ist die Frage, ob sie das noch so lange unbedingt tun wird, weil es ja fast einfacher ist, alleine zu fliegen, als gesteuert zu sein. Naja, weil das heißt ja dann auch visueller Kontakt. Ja, aber damit haben wir uns, also wir haben uns wirklich mit Straßenfahrzeugen beschäftigt. Aber diese Haftungsfrage kommt ja natürlich dann an der Stelle auch. Ja. Was ist, wenn eine Drohne auf den Kopf fällt? Das sind so die Fragestellungen der Zukunft. Es fällt Ihnen kein Auto auf den Kopf, von daher geht es nochmal. Oder selten. Ja, weiß ja geil, wie groß die Dinger noch sind. Aber ja, wir haben uns ganz kurz mal, wir haben uns damit nicht beschäftigt. Okay. Aber das poppte natürlich immer wieder in diesem Projekt auf, dieser Vergleich überhaupt mit der Fliegerei. Mhm. Also jetzt gar nicht unbedingt mit diesen Unmanned Aerial Vehicles, sondern mit der Fliegerei, wo ja ganz viel schon autonom funktioniert und wo Piloten eben oft nur noch die Kontrollfunktion haben und nicht mehr die Steuerungsfunktion, aber gleichzeitig immer auch die Steuerungsfunktion übernehmen können müssen. Und auch so dieses, was wir vorhin schon hatten, so dieses, ich muss in dem Moment auch ausreichend trainiert muss ich da sein. Und dann ja, muss da sein. Voll da sein. Mhm. Ja. Also dieser Vergleich taucht immer wieder auf, wenn es um autonome Fahrzeuge geht. Mhm. Und ja, dann kommt eben aber auch immer wieder so die Erinnerung daran, dass beim Fliegen sind 5 Sekunden irgendwie überbrückbar, im Straßenverkehr nicht. Mhm. Stimmt. Also von daher hat es viele bestimmt auch technische Parallelen, auch psychologische Parallelen, was diese Kontrollfunktion und Fahrfunktion anbetrifft, was aber die Auswirkungen anbetrifft.
Muss es auf der Straße einfach schneller gehen. Ja, da ist die niedrige Fallhöhe nicht unbedingt ein Vorteil. Ja. Hollens, ich glaube, jetzt haben wir es. Gut. Jetzt sind wir auch hier in den optimalen 90 Minuten angekommen, die so täglich gefahren werden. Alles von langer Hand geplant. Genau. Ja, vielen Dank für die Ausführungen hier zum Projekt und die Einblicke in die wissenschaftliche Arbeit. Ja, und ich bedanke mich auch sehr bei den Zuhörern. Das war's, die dritte Ausgabe von Forschergeist. Eine vierte ist bereits Planung. Die gibt es dann auch irgendwann. Bis dahin sage ich Tschüss und bis bald.